Sind Sie Ingenieur und möchten Akustikmessungen an Ihren Geräten durchführen, um Sachen zu messen wie Schalldruckpegel, Dezibel, dBA und was es dann noch alles gibt? Das Video ist für Sie. Ich zeige Ihnen ein Tool, mit dem Sie die Akustikmessungen ganz einfach aufbereiten und analysieren können. Ohne Vorkenntnisse können Sie ein Terzspektrum, ein FFT oder schlichtweg den Schalldruckpegel in Dezibel oder dBA berechnen. Mein Name ist Till Pahmfuß. Ich bin Akustikingenieur seit nun über 15 Jahren und habe in dieser Zeit so ziemlich mit jeder professionellen Hardware und Software gearbeitet, die es auf diesem Markt gibt. Ich komme gleich zum Punkt. Mit so einem Schallpegelmessgerät kann man sich den dBA-Wert anzeigen lassen. Klar. Aber das ist einfach nur ein Gesamtpegel über alles im Mittel. Das sagt mir, ich habe ein Problem. Das wusste ich vorher schon. Es hilft mir aber nicht zu erkennen, wo mein Problem ist und wo ich dran arbeiten muss, damit ich endlich eine bessere Akustik habe. Als Akustikingenieur muss man immer die Möglichkeit haben, das Problem wirklich konkret zu analysieren. Welche Frequenzen sind in meinem Gesamtspektrum drin? Wie klingen sie? Wie variieren die? Ich muss sie hören, ich muss sie sehen, ich muss sie begreifen. Also doch professionelle Hardware. Es gibt da so einen Zwischenschritt und den möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Dazu habe ich extra ein Video gemacht, welches das Konzept, aber auch die Bedienung dieses Tools ausführlich beschreibt. Da ist es. So können Sie Ihre Akustikmessungen professionell gegeneinander vergleichen, aber auch störende Geräuschkomponenten gezielt herausarbeiten und analysieren. Und so kann man wirklich professionell an seiner Akustik arbeiten. Also einmal draufklicken und sind einen riesen Schritt weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.